meine lieben Freunde, zu meinem 100. Video auf diesem Kanal. Echt der Wahnsinn. Und gleichzeitig noch so 1 Million Klicks. Ich will wissen, woo! Ja, und da dachte ich mir natürlich, was wäre als 100. Video-Special geeigneter als der Tag 100 Fragen, die niemand fragt. Und weil das immerhin 100 Fragen sind, legen wir gleich mal los. Schläfst du mit geöffneter oder geschlossener Tür? Ich habe nur einen Raum, also mit geschlossener Weise. Sonst wäre meine Wohnungstür offen, also geschlossen. Nimmst du die Shampoos und Spülungen aus den Hotels mit? Klar, die sind immer praktisch, wenn man auf Reisen geht. Ich meine, für was sind die ja da? Schläfst du mit deinen Jalousien oben oder unten? Weder noch, immer so halb. Zu. Hast du jemals ein Straßenschild gestohlen? Nein. Magst du es, Post-its zu benutzen? Ja, das ist mittlerweile arbeitsbedingt und ich mag es echt gerne. Schneidest du Coupons aus, ohne sie dann aber jemals zu benutzen? Nein. Würdest du lieber von einem Bären oder einem Schwarm an Bienen attackiert werden? Bär. Ich nehme den Bär. Ich nehme definitiv den Bär. Hast du Sommersprossen? Im Sommer? Manchmal, ja. Lachst du immer bei Bildern? Immer nicht, aber oh, es gibt so süße Bilder. Guckt euch zum Beispiel das hier an. Das ist doch super süßes. Da habe ich mich echt tot gelacht. Was ist die größte Sache, die du nicht abkannst? Ich hasse es, wenn ich selber zu spät komme. Ich hasse es. Das ist mir letztens passiert. Ich hasse das. Zählst du manchmal deine Schritte beim Gehen? Nein. Hast du jemals im Wald gepisst? Als Pfadfinder ist das irgendwie zwangsläufig der Fall. Ja. Hast du jemals im Wald gekackt? Dito. Tanzt du manchmal auch, wenn keine Musik läuft? Ja, ich bin verrückt genug, das zu tun. Kaust du auf deinen Stiften? Nein, aber ich nehme die immer so zwischen die Lippen einfach so. Mit wie vielen Leuten hast du diese Woche geschlafen? In meinem Kopf oder in echt? Welche Größe hat dein Bett? Ich glaube, das ist so 2 Meter mal 1,60, glaube ich. Was ist dein Song der Woche? Das ist definitiv Icy Fire von Ed Sheeran. Findest du es okay, wenn Jungs pink tragen? Ja, wenn die das selber mögen, sollen sie das auch machen. Da müssen sie aber nicht erwarten, dass sie ein Kompliment von mir kriegen. Schaust du immer noch Zeichentrickfilme? Natürlich, hallo, ich liebe es. Ich meine, Walt Disney, ja, das ist ein Klassiker. Kann man immer gucken. Was ist dein allerliebster Film? Ich glaube, Prince of Persia. Ich könnte ihn immer und immer und immer wieder schauen. Und er ist so heiß. Wo würdest du einen verborgenen Schatz vergraben, wenn du einen hättest? Da, wo ihn niemand finden kann. Was trinkst du zum Abendessen? Wasser? Worin dippst du ein Chicken Nugget? Entweder in dieser Sweet and Sour Soße von McDonald's oder Ketchup. Was ist dein Lieblingsessen? Oh mein Gott. Keinen blassen Schimmer. Ich mag so vieles gerne. Asiatisch irgendwas? Welche Filme kannst du immer und immer wieder anschauen und du liebst sie trotzdem? Definitiv Superheldenfilme, also so Marvel- und DC-Verfilmungen und Disney-Filme, natürlich. Und halt Fantasy wie Herr der Ringe und Hobbit und Harry Potter und so. Letzte Person, die du geküsst hast, die dich geküsst hat. Oh mein Gott. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Warst du jemals ein Pfadfinder? Ja, schon erwähnt. Würdest du jemals nackt in einer Zeitschrift posten? Nein. Wann war das letzte Mal, dass du jemanden einen Brief auf Papier geschrieben hast? Das werde ich machen an diesem Wochenende. Kannst du ein Auto voll tanken? Keine Ahnung, ich habe es noch nie probiert. Kann ich Auto fahren? Hast du jemals einen Strafzettel bekommen? Nein. Ist dir jemals der Tank mitten auf der Fahrt ausgegangen? Mir nicht, aber meinem Daddy. Das war uncool. Lieblingssandwich, Roastbeef. Das Beste, was man zum Frühstück essen kann. Müsli mit Früchten. Und eine riesen Tasse Kaffee. Wann gehst du normalerweise zu Bett? Normalerweise immer so zwischen 12 und halb 1. Bist du faul? Wenn ich kann, ja, extrem faul. Als du ein Kind warst, als was hast du dich verkleidet zu Halloween? Hexe, Zigeunerin, Katze war ich mal. Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Ich bin eine Schlange. Wie viele Sprachen kannst du sprechen? Deutsch, Englisch, Französisch, Schweizerdeutsch auch. Hast du irgendeine Zeitschrift abonniert? Nein. Was findest du besser, Legos oder Dominosteine? Legos. Kann man viel kreativer sein. Bist du stur? Ja, definitiv. Wer ist besser, Thomas Gottschalk oder Markus Lanz? Weder noch. Hast du jemals eine Seifenoper gesehen? Gut möglich, aber ich könnte mich nicht mehr dran erinnern. Hast du Höhenangst? Nein, oh Gott, ich liebe die Höhe. Je höher, desto besser. Singst du im Auto? Würde ich wahrscheinlich schon, ja. Singst du unter der Dusche? Definitiv. Tanzt du im Auto? Wie kann man im Auto tanzen? Ach so. Ja. Hast du jemals eine Pistole benutzt? Ja. Letztes Mal, als du ein Porträt bei einem Fotografen gemacht hast,
Das war für die Website von der Firma, in der ich arbeite. Und das war im August und es ist grauenhaft. Denkst du, Musicals sind kitschig? Nein, finde ich gar nicht. Ich finde es cool. Findest du, Weihnachten ist stressig? Nur wenn man es sich selber stressig macht. Ich meine, man ist immer selber dafür verantwortlich, ob man etwas stressig findet oder nicht. Hast du jemals Pirocken gegessen? Was sind Pirocken? Nein. Lieblingsobstkuchen? Rhabarberkuchen. Oh mein Gott. Mit dem kann man mich echt ködern. Berufe, die du als Kind werden wolltest? Tierärztin? Prinzessin? Ja. Glaubst du an Geister? Ja. Hattest du jemals ein Déjà-vu? Ja, hatte ich, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was es genau war. Nimmst du täglich Vitamine zu dir? Ja. Trägst du Hausschuhe? Ja, und zwar die besten ever, und zwar diese geilen pinken Crocs. Trägst du einen Bademantel? Nein, ich habe keinen Bademantel, aber ich habe einen einen sommerlichen Morgenmantel. Den trage ich im Sommer. Was trägst du zum Schlafen? Ein T-Shirt und Shorts? Erstes Konzert. Ich glaube, es waren die No Angels. Lidl, Aldi oder Kaufland? Mikro. Nein, oder Adidas? Adidas. Chips oder Flips? Chips. Erdnüsse oder Sonnenblumenkerne? Mandeln. Hast du jemals von der Gruppe Trebian gehört? Nein. Sollte man? Hast du jemals Tanzunterricht genommen? Ich hatte während der Uni, hatte ich Jazz Dance, Modern Dance, Zumba, ist ja das auch. Welchen Beruf soll dein zukünftiger Ehepartner haben? Das ist doch nicht meine Entscheidung. Es muss halt einfach passen. Punkt. Kannst du deine Zunge rollen? Hast du jemals einen Buchstabierwettbewerb gewonnen? Nein, aber ich hätte, wenn ich mitgemacht hätte. Ich bin nämlich immer sehr, sehr gut gewesen in Buchstabieren. Hast du jemals vor Freunde geweint? Dauernd. Mein Gott, ich bin so nah am Wasser gebaut. Besitzt du irgendwelche aufgenommenen Alben? Nein, es war nie jemand romantisch genug, mir irgend sowas zu schenken. Hast du ein Aufnahmegerät? Ja, ein uraltes Diktiergerät von meiner Mama. Rauchst du regelmäßig? Nein. Warst du jemals verliebt? Natürlich, wer war schon mal nicht verliebt? Wen würdest du gerne mal auf einem Konzert sehen? Oh mein Gott, da gibt es so viele. Auf welchem Konzert warst du zuletzt? Kein Kommentar. Heißen oder kalten Tee? Heißen. Tee oder Kaffee? Kaffee morgen? Nein, beides. Gummibärchen oder Schokolade? Scheiße, beides. Kannst du gut schwimmen? Ich konnte es früher. Ich weiß nicht, ob ich immer noch so gut bin. Kannst du die Luft anhalten, ohne die Nase zuzuhalten? Bist du geduldig? Nein, definitiv nicht. DJ oder eine Band auf deiner Hochzeit? Ein Streichquartett. Hast du jemals einen Wettbewerb gewonnen? Ja. Ein Schreibwettbewerb war das. Hattest du jemals eine Schönheitsoperation? Nein. Welche Oliven sind besser, die grünen oder schwarzen? Die grünen. Kannst du stricken oder häkeln? Ich kann beides, aber häkeln bin ich besser. Bester Platz für einen Kamin im Wohnzimmer. Willst du mal heiraten? Ja, ich denke schon. Wenn du schon verheiratet bist, gut, die können wir bespringen. In wen warst du in der Schule verknallt? In meinen Schwarm? Weinst oder bekommst du Wutanfälle, bis du deinen Willen bekommst? Nein. Ich habe andere Argumente. Hast du Kinder? Nein. Willst du Kinder? Vielleicht. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Etwas, was dir mal in der Schule passiert ist. Ich hatte andauernd Nasenbluten. Andauernd. Vermisst du irgendwen gerade? Nein. Oh yeah. So. Oh mein Gott. Ja, das war's mit den 100 Fragen. Oh mein Gott, so viele. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr hier noch die 50 random Facts about me gucken. Und hier unten kommt ihr zum letzten Video. Und ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten und wir sehen uns in einer Woche. Ciao. Make it loose with me and think